Hallo. Du hier? Ja, ich wohne seit ein paar Wochen wieder hier. Aber erzähl mal, seit wann das und warum? Seit wann wohnst du nochmal hier und warum wieder? Also ich wohne circa, sagen wir jetzt, der zweite Monat wieder hier, weil ich habe mein Zuhause irgendwie vermisst und der Claire kann auch hier viel besser schlafen. Ehemann Mike ist erleichtert. Eigentlich bin ich froh, dass er da ist. So ist besser für den Kleinen. Ich bin auch froh wegen mir selber, weil ich sie eigentlich so noch so einigermaßen liebe. Aber die Liebe ist halt nicht wie früher. Das Paar kennt sich bereits seit Kindesalter. Ganz voneinander los kommen sie trotz aller Ereignisse nicht. Statt einer offenen Ehe gibt es eine neue Idee, wie die Beziehung noch zu retten ist. Ich bin mit ihm noch in der Kennenlernphase. Aber sozusagen sind wir noch zusammen. Mit wem bist du in der Kennenlernphase? Mit Mike. Der hat verheiratet. Nennen wir einfach Kennenlernphase. Also es ist noch keine richtige Beziehung mit Küssen und Händchen halten und so. Das kommt erst noch. Ich will gucken, was sich geändert hat. Kennenlernphase meinen wir damit, wir wollen jetzt von null anfangen. Wir wollen uns als neue Menschen kennenlernen, nicht die Menschen von früher. Also was wir früher in der Vergangenheit gemacht haben, das wollen wir jetzt quasi nach hinten schieben. Wir wollen jetzt im Jetzt leben und mal gucken, wie wir jetzt im Lebens jetzt miteinander klarkommen. Deswegen Kennenlernphase erstmal einen Monat. Boah, das hast du echt gut erklärt. Wir haben schon unsere schöne Abende, kann man so sagen, aber. Aber nichts Sexuelles. Nichts Sexuelles. Ein Neuanfang trotz Baby vom Ex? Denn Angeliques Affäre hat Folgen. Mir geht's soweit eigentlich ganz gut, wieder hier zu sein. So. Ab und zu halt noch ein paar Mal Stress, aber das ist nämlich so oft. Schwangerschaft habe ich abgetrieben. Psychisch bedingt ging es mir dann nicht gut. Ach, wegen der Übelkeit und ach, der ganze Stress. Und ich wollte mein Mädchen halt nicht mit sowas aufwachsen. Und ach, so generell, das ist ein falscher Zeitpunkt. Also, ich wäre bestimmt überfordert gewesen oder sonst irgendwas. Lass mal reingehen. Zurück im alten Leben. Vollzeit für den gemeinsamen Sohn da sein, statt zu arbeiten. Doch ganz so wie immer ist die Situation nicht. Das Jobcenter hat Post geschickt. Ja, Anschau, was machen wir jetzt mit dem Änderungsbescheid? Sicherungs-, Lebensunterhalt, da kriegen wir ja weniger Geld. Also wir haben vom Jobcenter eine Kürzung bekommen. Also das Ende ist die Kürzung für Jobcenter. Da hätten sie uns 1.200 Euro weniger gemacht. Vom 1.4.24 bis 30.4.24 in Höhe von 1.258,20 € weniger als bisher bewilligt. Ja, weil wir angeblich zu viel bezogen haben. Arbeitslosengeld und Leistung zu viel. Habt ihr eigentlich gewusst, dass ihr zu viel Bürgergeld bekommt? Also gewusst jetzt nicht so. Also mir war schon bewusst, dass wir mehr, viel Geld bekommen, zu viel. Aber ich habe nichts gesagt, weil das denn ihr Problem ist. Also wir hatten davor 1.800 irgendwas bekommen und jetzt kriegen wir nur noch 586 Euro. Wir haben ca. 1.200 Euro weniger zur Vergütung als bisher. Ah, das ist schon Abfuck. Also 1.200 Euro habe oder nicht habe. Was genau wurde jetzt gekürzt? Bürgergeld oder Arbeitslosengeld? Diese Bürgergeld. Leistungszusicherung des Lebensunterhalts. Das Bürgergeld. Nennt man halt Bürgergeld, glaube ich. Bislang hat das Jobcenter 1.800 Euro Bürgergeld inklusive 700 Euro Miete bezahlt. Weil Mike Arbeitslosengeld 1 bezieht, steht aber nur Angelique Bürgergeld zu. Auch die Miete hätte das Paar eigentlich von Mikes Arbeitslosengeld zahlen müssen. 8.400 Euro haben sie damit insgesamt zu viel bekommen. Also das Geld müssten wir nicht zurückzahlen, sonst hätten wir schon längst eine Rechnung von denen bekommen. Aber
Die haben auch nichts am Telefon gesagt. Also denke ich nicht, dass wir das zurückzahlen müssen, weil es denen ihre Schuld war. Genau, es war nicht unsere Schuld. Also können die von uns nichts wollen, wenn die einen Fehler machen. Aber lass jetzt erstmal den Bewilligungsantrag ausfüllen. Ja, weil der läuft ja eh bald jetzt ab. Ja, deswegen, sonst kriegen wir ja gar kein Geld mehr. Ja, okay. Da Bürgergeld immer nur für einen begrenzten Zeitraum ausgezahlt wird, müssen Leistungsbezieher regelmäßig einen Weiterbewilligungsantrag stellen. Ob das Paar diesmal alle Angaben korrekt vornimmt? Weiterbewilligungsantrag. Ja, du hab ich's. Was ist das? Wie heißt? Wo man Vermieter? Die Abrechnung, Jahresabrechnung. Angeblich 2.400 irgendwas überweisen müssen. Aufgrund von erhöhten Nebenkosten schuldet das Paar seinem Vermieter 2.475 Euro. Doch das ist nicht alles. Unser Vermieter hat gemeint, dass wir eine Mieterhöhung bekommen von fast 200 Euro. Aber ich sehe es nicht ein, dass wir die Mieterhöhung machen, weil abgemacht war, es werden die Miete nicht erhöht. Deswegen bin ich da schön draußen und zahle nur weiterhin meine 700 Euro. Und damit 182 Euro zu wenig. Plus die Nachzahlung von knapp 2.500 Euro. Die Schulden beim Vermieter wachsen an. Also ich habe nicht vor, die Schulden zu zahlen. Vielleicht ein Teil, aber nicht alles. Deswegen mache ich mich vor beim Mieterschutzbund schlauer. Über die Caritas, die würden mir auch helfen. Was sagen Sie denn? Glaubst du, die Caritas übernimmt diese Kosten? Ein Teil wird sie übernehmen auf jeden Fall. Die sammelt, die erklärt unser Sachverhalt und dann kriegen wir ein bisschen was gespendet. So 5, 6, 7.000, keine Ahnung, 1.000. Das heißt, andere Leute bezahlen euch dann sozusagen eure Nebenabrechnung? Ja, warum genau, nicht? Genau, andere Leute, wo Geld zu viel haben und wir zu wenig, bezahlen die halt für uns. Die machen es ja freiwillig. Die spenden ja extra für Menschen, die es nicht zahlen können. Die Nachzahlungen sollen also wohlmeinende Spender bezahlen. Und den Lebensunterhalt weiterhin der Staat. Doch der streicht neben Mikes Bürgergeldanteil auch die Mietkostenübernahme. Für folgende Zeitraum stehen Ihnen und den mit Ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen insgesamt geringe Leistungen zu. Monatlicher Gesamtbetrag für April 2024 in Höhe von 586 Euro. Mit Mikes Arbeitslosengeld macht das künftig nur noch 2.100 Euro im Monat. So wenig. Aber mir egal. Ganze Zeit haben sie es bewilligt. Und jetzt, wegen einem Monat, kürzen sie es. Hätten sie ruhig dann einen Monat auslaufen lassen können. Gummo, das ist, Gummo, wenn man mehr Geld gewöhnt ist und dann auf einmal plötzlich weniger, schon das Dreifache weniger hat, ist doch viel komplizierter, damit umzugehen, als wenn man das monatlich immer so hat, weißt? Ja, ist halt so. Kannst du dir jetzt nichts ändern. Ja, aber 700 mit Claire für drei Personen ist wenig. Ich finde es einfach unkompetente Arbeit von dann. Ich halte nichts vom Jobcenter. Danke Deutschland, dass ihr mir Geld gibt, aber ich halte trotzdem nichts von denen. Warum bedankst du dich bei denen? Das Jobcenter gibt dir das Geld und nicht die Leute. Ich wollte es. Danke, Angela Merkel. Die ist doch gar keine Bundeskanzlerin mehr. Nicht mehr. Nicht mehr, gell? Ne? Olaf Scholz, ne? Mir doch scheiße. Die interessiert mich gar nicht. Der Staat interessiert sich dafür sehr wohl. Ein Abgleich der Ämter für Arbeitslosengeld und Bürgergeld hat die Überbezahlung aufgedeckt. 7 Monate lang hat das Paar 3.300 Euro bekommen und damit insgesamt über 8.000 Euro zu viel. Also, wenn du Bescheid bekommst, ich habe dann direkt angerufen, weil ich es nicht einsehe, jetzt auf einmal so wenig Geld zu bekommen. Nur weil sie das Arbeitslosengeld nicht angerechnet haben. Aber das können wir ja nichts dazu. Wenn wir das genehmigt bekommen und ich dann arbeite, dann können wir denen gerade sagen, ja, brauchen wir doch nicht. Ja, ist doch egal, solange kriegen wir ja noch Geld, bis du arbeitest. Wieso wollt ihr jetzt arbeiten? Erstens, wir hocken die ganze Zeit aufeinander. Und das ist halt nicht so gut. Und auch wegen Geldtechnik kann man dann mehr. Wir können auch mehr beantragen. Wohngeld, Kindergeldzuschlag und so.
Trotz plötzlichem Arbeitswillen soll der Staat also weiterzahlen. Mit zusätzlichen Sozialleistungen hoffen Mike und Angelique so wieder auf über 3.000 Euro zu kommen. Einkommensverhältnisse. Arbeitseinkommen aus hauptnebenberuflich. Hast du irgendwelche Einkünfte? Mhm. Ja.